Hi Leute, mich kennt ihr. Aber es gibt noch jemand anders, der ja auch bei Late Night Berlin mit im Studio sitzt. Das ist Jakob Lund. Das ist dieser nette, faule Mann, der da vor der Band sitzt. Im Hintergrund wird da geil abgeledert und der sitzt da immer bloß rum, macht nichts. Wir machen jetzt aus ihm einen 1A-Entertainer und ich hoffe, er freut sich genauso, wie ich das von ihm erwarte. Hallo Jakob, da bin ich, Klaas Häufer Umlauf aus dem Fernsehen. Ich habe gehört, du willst immer Fortbildung machen, du möchtest dich gerne weiterentwickeln hier in deinem Job bei der Florida. Und heute ist es soweit, heute gibt es eine Fortbildung, überraschend. Ich will, dass du bei Late Night Berlin mehr machst, als einfach nur in deinem grauen Operpullover die Sicht auf die Band zu versperren. Du musst selber ein paar Unterhalterqualitäten noch dir aneignen, damit du besser funktionierst im Gespann mit einem absoluten Entertainment-Profi wie mir. Sagt dir die Berufsbezeichnung Alleinunterhalter was? Oh nee. Alleinunterhalter heißt ganz allein. Das sind diese Johnnies mit dem Keyboard. Das sind, ja, klar. Ich habe jemanden dabei, auch der hat ein Keyboard, der heißt Keyboarder Karl. Ich kenne ihn seit vielen Jahren, ist eine Legende. Oh, ist das kacke, ey. Ich find's richtig kacke. Hallo. Jakob macht Fortbildung heute. Jakob macht heute Alleinunterhalter, Fortbildung. Da läuft jetzt schon Kackmusik. Das kenne ich. Ich hasse die Musik. Das ist ein Stern, der deinen Namen trägt. Das kannst bald du sein. Kann ich dich kurz sprechen? Ja. Was soll denn da? Ich glaube, das ist nicht so mein Ding einfach. Und ich glaube, das wäre jetzt einfach fair, dann zu sagen, Mensch, Karl, das ist nicht so. Ich bin gerade, nee, Moment mal, ich bin ja total fassungslos. Ich dachte, wir dass wir direkt aus, was hier die Arbeit ist. Sagt das auch der Postbote, sagt dann auch, nö, oh, so ein großes Paket, das ist gleich mein Ding. Das lasse ich hier im Auto. Oder was? Also meine Bedingung war, ich will einfach meine Würde behalten. Okay, klar. Komm mal raus. Oh nee. Komm mal raus. Ich habe auch sowas an. Guck mal, wir sind genau andersrum. Ich bin dein Negativ. Verstehst du? Guck mal, du hast eine goldene Weste, ein schwarzes Hemd. Ich habe goldenes Hemd, schwarze Weste. Die Gefühle haben Schweigepflicht. So, und da sind wir jetzt. Ja, hier ist Keyboarder Karl, eine Legende unter den Alleinunterhaltern. Und hier ist jemand, der das erst noch werden möchte. Jetzt fangen wir direkt mal mit dem Outfit an. Karl, wie wichtig ist grundsätzlich für einen Alleinunterhalter das Outfit? Das ist das A und O. Das Outfit, was du anhast, wirst du dein Leben lang als Entertainer behalten. Ich geh für dich durchs Feuer. Dieses Ding hier, das sieht jetzt für dich oder für den Laien, sieht erstmal aus wie ein Keyboard. Das ist aber letztendlich ist das eine Unterhaltungsmaschine, ne? Das ist das derzeitige Top-Gerät. Es gibt nichts, was höher ist. Wenn ich jetzt hier einen Akkord drücke, dieser da. Country-Song als Beispiel. Ja, da hast du halt eben jetzt sowas in der Art. I saw a man in Reno just to watch him die. Das ist kann, so, ne? Siehst du, ja. Von ihm kannst du auch lernen. Schnelle, langsame, ja, so Disco-Fox, Dance-Fox so in der Art. Ja, so ein bisschen. Oder einfach Volksschlager, ja, zum Beispiel hier. Ori, 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 ey. Siehst du? Ori, ori, ja, ihr weißt schon genau, wie es geht. Können wir einmal zum Beispiel, dass wir mal einen ganz klaren Song mal machen, zum Beispiel Movies da? Ja, gerne. Ja, greif erstmal mit der linken Hand, greifst du mal hier den C-Akkord, ja. Das F. Nicht zittern, du hast ja Angst. Hier hast du dann den G-Akkord. Das ist doch nicht Movies da. So, pass auf, dann machen wir das mal anders. Und jetzt drückst du mal den blauen Knopf. Diesen? Ja, genau, diesen. Und jetzt drückst du einfach nur noch die Tasten runter. Jetzt musst du singen. You feel like Steve McQueen. Wow. When you're driving in your car. Da musst du genau so. Der Fuß von dir wieder. Ich will den Fuß sehen. Ja, so ist richtig. Can you feel the love tonight? Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Hey, ein Prosit. Super. Also es gibt ganz leichte Partyspiele und es gibt komplizierte Partyspiele. Wobei ich bei ihm einfach mal mit einem leichten Partyspiel anfangen würde. Ja. Wer von euch war denn schon mal in Ägypten? Ja, dann denken die Leute so, ich war auch noch nicht in Ägypten. Okay, was gibt es denn in Ägypten? Pyramiden. Ja, genau. Und was ist da drin? Mumien. Jawohl, dann wollen wir doch mal Mumien bauen.
Ja, und dann gehst du hin und warum jetzt? Nee, ganz kurz, ich muss, dass ich das Spiel verstehe. Das war jetzt so eine Kausalität, ne? Ja, warst du schon mal in Ägypten und so gehst du halt dann bis dahin. Ist doch egal. Ja, weil das aber warum muss man dann was jetzt kommt? Weil das witzig ist, Mann. Okay, also es geht sich nicht um die Geschwindigkeit, sondern wirklich um die Schönheit. Ja, wir wollen ja keine schnelle Mumie bauen, die dann auseinanderfällt, sondern wir wollen eine schöne Mumie bauen. Ich wollte wirklich nur helfen. Bitte mach es jetzt, dass es schnell vorbei geht. Siehst du? Guck mal, das sieht schon fast so aus wie King Arthur. Ja, so Don Quixote oder sowas. Ja. Okay, ich komm mal rum. Ja, und derjenige, der dann die schönste Mumie hat, kriegt dann so ein Fläschchen Sekt oder irgend so etwas. Du darfst dich frei machen. Ja. Wie ist denn das Leben so als eine professionelle Stimmungskanone? Das ist ein Riesenkrieg da draußen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es gibt sogenannte Kollegen. Es gibt keine Kollegen. Ich habe öfter erlebt, also entweder kratzen unsere Autos kaputt, brechen uns das Spoiler ab oder sonst was. Die zerkratzen euch das Auto? Ja, oder die zerstechen uns die Reifen und also etwas. Zerstechen Reifen? Zerstechen Reifen? Wir haben schon öfter platte Reifen gehabt. Ja, ich kenne das ja aus dem Fernsehen. Also Elton hat mir auch mal die Rattenmuttern gelöst. Marketing ist sehr wichtig. Ja, am Anfang geht es eigentlich nur über Fotos. Fotos ist das Wichtigste. Fotos ist ja, der Kunde hat den Erstkontakt, zum Beispiel im Internet. Ja, und was sieht er da? So. Wir schaffen das. Lächelst du mal richtig? Ich will mal richtig. Ja, das sieht schon gut aus. Das ist schon schön. Richtig Zähne. Das ist schon schönes. Jawohl. Ja, 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 genau. Das sieht so rockig aus. Und jetzt versuch einfach zu singen dabei. Born to be one. So stehst? Ja! Und das sieht ja cool aus. Mach mal zwei Daumen hoch und freu dich drauf, weil der nächste Auftritt ist deiner. So, jetzt ist aber auch dann mal. Noch nicht ganz. Moment. Ich habe hier noch eine Kamera für dich. Mit dieser Kamera wirst du ihn filmen. Bei Veranstaltungen zum Beispiel oder sonst was, wo er halt gerade hinkommt. Klar, du dreckige Wichsler aus. Ich will jetzt wissen, was hier passiert. Was denn? Karl, dann sag doch mal was. Ist ganz einfach. Du wirst heute mich einfach mal vertreten bei einem 50. Geburtstag. Oh, nein, ey. Jetzt mal wirklich. Ich möchte so nicht mal jetzt hier durchs Büro gehen. Ich komme sogar mit und dann würde ich ein Referenzvideo für dich machen. Das kannst du auf dein Portal stellen. Ich habe kein Portal. Wir bauen eins. Ihr baut kein Portal. Vertrau uns doch einfach mal. Ich weiß, dass du es kannst. Wofür soll ich dir denn vertrauen, Karl? Davon kannst du später. Weißt du, irgendwann wirst du im Fernsehen nicht mehr leben. Wir nehmen eine tolle Technik einfach mit. Ich sponsor die Technik. Also das finde ich jetzt von Karl so ein gutes Angebot, dass er jetzt die Technik, dass ich gar nicht jetzt die Technik machen muss. Weil ich dachte, ich muss noch die Technik jetzt machen. Ja, und nee, du wirst... Nur, dass alle im Team Bescheid wissen. Ja, aber ich dachte jetzt, das war ein Missverständnis, ich dachte, ich müsste die Technik jetzt machen. Aber wenn das geklärt ist, Karl, jetzt wo das praktisch abgesichert ist, dass ich die Technik nicht mache, bringe die Technik ist das für mich mit. Eine richtig gute Idee. Darf ich das anlassen? Ich bring die Technik mit. Du machst schön die Technik hier. Nee, ich bring die Technik mit. Meinst du, das ist immer ein schwieriger Moment erstmal. Okay. Jetzt lässt sie ihn 10 Minuten in seine Wuthöhle und dann kommt er schon. So, nach einigem Hin und Her haben wir es dann nur doch geschafft. Das hat schon noch ein bisschen, sagen wir mal, Einführungsworte gebraucht, damit dann der Jakob auch wirklich hier dann jetzt aufschlägt. Keyboarder Karl ist schon da, wir gehen jetzt auch mal rein, weil der Aufbau läuft gerade noch. Der Anhänger, den kriegen wir leer. Ich filme das für dein Portal. Guck mal, und dann würde ich diesen Film auf dein Portal machen. Dann sehen die Leute direkt, der kann auch mit anpacken. Der kann auch mit Alleinunterhalter. Nein, ein Portal, wo man Alleinunterhalter sich holt. So, ruf mal einfach in den Raum, freundlich guten Tag. Wie geht's euch, Mensch, da drüben? In der Küche, ist es heiß? Ja. Naja, reicht jetzt, komm, nicht komisch werden. Ist ein bisschen eng hier. Ja, Beschallungsanlage, habe ich schon so ein bisschen was stehen. Ja. Ich habe was vorbereitet noch. Oh ja. Mal kurz mal zeigen. Das ist eine tolle Überraschung. Guck mal. Oh, was sagst du? Das ist ja meine Nummer, du Arsch. Aber das ist doch gut, lass das so. Das brauchst du im Portal. Man braucht das im Portal, weil sonst löschen die das wieder. Wenn ja, das ist nicht im Portal, meine private Nummer. Was machst du da? Die Nummer kommt jetzt zu hier. Jetzt können dich die Leute doch gar nicht erreichen. Karl, die Leute sollen mich auch gar nicht erreichen. Dann sollen die mich anrufen, ich gebe deine Nummer weiter, kein Problem. Wir müssen doch eben ein bisschen voran machen, weil gleich kommen die Gäste. Mach mal voran jetzt. Du musst dir das merken, wo die Kabel da überall reinkommen, ne?
Sonst irgendwann, der Karl, der steht nicht dein ganzes Leben neben dir, ne? Irgendwann musst du selber die Kabel da richtig reinstecken. Kannst du noch einmal fürs Portal bitte einmal lächeln, bitte, richtig? Ja, okay, danke schön. Das ist gut. Also fürs Portal ist alles sicher. So, jetzt müssen wir uns aber ranhalten, weil ganz die ersten Leute Klaas, kommen. Ganz kurz, der dass der auch noch mal weiß, wie es genau verkabelt ist, exakt? Wollen nicht, weil ich muss ja gleich weg. Die Leute, die Zuschauer hier, die jetzt hierher kommen, die dürfen mich ja nicht sehen, weil dann, wenn die einen Prominenten wie mich sehen, ist die Stimmung nämlich schon unfassbar gut. Ja, aber ich möchte ja genau das deswegen, dass du die Stimmung für mich verfremden. Nein, du musst dir das selber erarbeiten und zwar durch Technik. Wir schaffen das. Okay. Komm, wir gehen Kaffee suchen. Wie ist das? Also du bist dann fertig, übergibst dann an mich und dann... Genau. Okay, und was... Ja, dann lass ihn jetzt, ja, gucken, okay, ja, jetzt mal an. Ich geh mal rein. Wie viel ist das? Ich geh mal rein. Ja. Halbe Stunde, dann toben die. Ich baue dir ein Schloss, was in den Wolken liegt. So, und jetzt alle zusammen für die Gabi. Zusammen. Alle Stern und alle Male. Denn deinen Namen zählt. Und wo? Und du kommst da jetzt aber mit, ey. Das geht nicht. Außerdem heißt das ja auch Alleinunterhalter, nicht zu Zweitunterhalter. Du musst alleine da durch. Das geht nicht anders. Das ist mega Stimmung. Macht denen da alles kaputt. Ey. Dankeschön. Ihr seid ein Spitzenpublikum. Ja, hier ist die Stimmung im Höchstmaß angekommen. Und ich habe eine ganz, ganz tolle Überraschung. Der Alleinunterhalter Jakob, wie heißt die, heißt das, wird jemand sein, der euch hoffentlich genauso in Stimmung bringen wird, wie ich es auch geschafft habe. Das geht ja gar nicht. Das wird klappen. Wir schaffen das. Wir schaffen das, ganz, ganz sicher. Jakob! Komm rein, Jakob! Mensch, hier ist ja die Stimmung! Ich habe jetzt keine Ahnung, was passiert mit dem Publikum. Ich will erst noch mal guten Abend sagen. Ja, dann danke. Erstmal einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend. Und zuallererst erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, liebe Gabi. Das ist ein ganz besonderer Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und einen klitzekleinen Teil zu deinem Geburtstag beitragen kann. Schön, vielen, vielen Dank. Das. Er räumt das total ab. Da muss meine Jacke. Was hast du vorgelassen? Hä? Was machst du? In welchem Auto ist Jakob hier? Ist das Jakobs? Ja. Ist er damit gekommen? Ich weiß genau, was der Karl erzählt hat, ne? Die zerstechen uns der Reifen. Im Alleinunterhaltergeschäft, da gibt's keine Kollegen. Das ist eben so. Wenn Jakob dauerhaft in der Branche überleben will, dann muss er das direkt lernen. Ja, ich muss jetzt los. Tschüss.